Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich voll unwohl. Oder besser, Nico sollte sich voll unwohl fühlen neben so einem Tier. Wie ich sehe, besaß Henri eine Statue von sich selbst. Ja, für einen Mann mit so hohen Zielen hatte er einen alarmierend schlechten Geschmack. Trotzdem werde ich ihn vermissen. Wir waren wie eine Familie. Was wird jetzt aus diesem Laden? Das entscheidet Henris Witwe, die Ärmste. Vielleicht bringt sie es nicht übers Herz, mich vor die Tür zu setzen. Ach, da bin ich zuversichtlich. Mhm. Können Sie mir irgendwas über das Gemälde erzählen? Es war ein absolutes Vergnügen, es zu finden, ein unentdecktes Juwel. Es ist zweifellos ein fantastisches Gemälde. Was können Sie mir über seine religiöse Bedeutung erzählen? Natürlich steckt in dem Bild auch viel religiöser Symbolismus. Das zentrale Element dabei ist das Heiligenpantheon. Heiligenpantheon? Okay. Oh, Hector, vielleicht bieten Sie mir ja auch ein Glas Champagner an. Aber natürlich, Champagner, der Balsam der Natur in schlimmen Zeiten. Na, steh doch auf. Cheers. Ach, guck. Glas. Komm, einen Schluck können wir nehmen, oder? Weiß gerade noch nicht so richtig. Auf neue Freunde. Auf die Liebe. Oh Gott. Ah, jetzt. Oh, mon Dieu, ist das kalt. Och, ich Dummerchen. Tut mir ja so leid. Ich muss das nur kurz abtrocknen. Keine Bange, meine Liebe. In der Mappe war eine Aufstellung aller Gemälde in der Ausstellung. La Malédiction musste dabei sein. Da war es. Und daneben stand der Name des Besitzers. Medowski. Die Polizei hatte die Mappe wohl nicht entdeckt. Ich steckte sie zurück. Ich hatte, was ich für meine Story brauchte. Deswegen? Monsieur Lane, vielen Dank für alles. Aber ich glaube, ich höre meinen Chefredakteur rufen. Ma chérie, kein Grund schon zu gehen. Das war doch nur etwas Geklecker. Ja. Etwas später. Und ich habe herausgefunden, wer offenbar der Eigentümer von La Malédiction ist. Ein Kerl namens Medowski. Klingt russisch, oder? Medowski? Du meine Güte. Wer ist das? Er ist der Neue im Oligarchenclub. Frisch aus Russland nach London gekommen. Mit Ehrgeiz und einem Ruf als Schlechter. Nico, das ist nicht mehr deine Gehaltsklasse. Ich werde einen erfahreneren Kriminaljournalisten auf die Story ansetzen. Ich kann es mir nicht leisten, dass du verletzt wirst. Ganz ruhig, Ronny. Das ist meine Story. Da bleibe ich dran. Wir können uns ja morgen beim Mittagessen darüber unterhalten. Okay, aber unternimm erstmal nichts weiter. Bis morgen dann. Natürlich nicht. Ronny traute mir diese Story nicht zu, aber ich würde nicht zulassen, dass er sie jemand anderem gab. Ich würde schnell handeln müssen. Und da klopft es. Komm rein. Ach, George. Hallo George, schön dich zu sehen. Ich hoffe, ich störe nicht, wenn ich einfach so reinplatze. Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du voran? Ganz gut. Ich habe die Waffe gefunden, die bei dem Raubmord verwendet wurde. Ich bin beeindruckt. Echt? Naja, Navette eher weniger. Er hat mich beschuldigt, ich wolle die Waffe da verstecken und ich sei in den Mord an Henri verstrickt. Und dann schickte er mich hinter Gitter. Er hatte natürlich nichts in der Hand, also musste er mich heute Morgen wieder auf freien Fuß setzen. Aber er ist sicher, ich war's. Wenn ich jetzt nur mal in der falschen Tonart huste, sperrt er mich gleich wieder ein. Ansonsten habe ich eine unglaubliche Story für dich. Eine lange Geschichte später. Annette, die Managerin von Vera Security, hat gelogen, was den Eigentümer der Firma angeht. Als ich den Brief zusammensetzte, fand ich einen Namen, Medowski. Medowski?
Das ist der gleiche Kerl, der sagt, er sei der Eigentümer von La Malédiction. Was? Ihm gehört das Bild und Vera Security? Er muss hinter diesem ganzen Schwindel stecken. Das sagst du. Ja. Aber wir müssen sicher gehen. Und da kommt der Nächste. Der Opa. Was zum... WTF? Ich kann in dem Bett nicht schlafen. Ist mir zu weich. George, das ist Senor Marquez. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind also dieser George, was? Ich habe Senor Marquez in der Nachbarwohnung untergebracht. Offenbar ist er der wirkliche Eigentümer von La Malédiction. Bitte? Ich dachte, das Bild gehört Medowski. Senor Marquez behauptet, das Gemälde sei seiner Familie im Spanischen Bürgerkrieg gestohlen worden. Wirklich? Gibt es irgendwelche Beweise? Senor Marquez, könnten Sie ihm bitte das Foto zeigen? Ah, jetzt müssen wir das nochmal angucken hier. Das Bild da an der Wand ist definitiv La Malédiction. Es gehört in meiner Familie, also gehört es jetzt mir. Ja, da hat er wohl recht. Auf dem Kaminsims standen zwei Statuen auf Sockeln. Wer ist das? Mein Vater. Als sie uns 38 holen kamen, konnte ich mit meiner Mutter fliehen. Aber mein Vater hat es nicht geschafft. Wie können wir beweisen, dass Sie das Kind auf dem Bild sind? Die Zeitangaben würden passen, George. Okay. Wer ist das? Meine Mutter. Eine gute Frau. Eine Heilige. Wenn das Gemälde wirklich in den 30er Jahren gestohlen worden war, hatte Medowski keinen legalen Anspruch darauf. Aber wie kann ich sicher sein, dass Sie der Junge auf dem Foto sind? Ich kann es beweisen. Schauen Sie sich meinen Vater auf dem Foto an. Sehen Sie das Medaillon, das er umhat? Er gab es mir kurz vor seinem Tod. Dieses Medaillon ist seit Jahrhunderten im Besitz meiner Familie. Das ist definitiv das gleiche Medaillon. Eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Das Symbol ist auch auf dem Gemälde. Das ist der Ouroboros. Der was? Der Ouroboros. Er ist ein Symbol meines Volkes, meiner Familie, meines Glaubens. Der Gnostiker. Mein Vater war ein Anführer der Gnostiker. Und La Malédiction ist den Gnostikern heilig. Daher zeigen beide den Ouroboros. Ein Priester, den ich getroffen habe, hielt das Gemälde für ein Werk des Teufels. Etwas Böses. Ha! Klar, dass der das sagt. Glauben Sie nicht alles, was Ihnen die Kirche erzählt. Was auch immer Sie glauben, das Bild gehört mir. Wenn Marquez der wahre Eigentümer von La Malédiction war, hatte Medowski keinen legalen Anspruch darauf. Könnte schwer zu beweisen sein. Aber wenn ich es schaffte, bräuchte meine Versicherung nicht zu zahlen. Wenn das Gemälde Ihnen gehört, wie kommt es dann in Medowskis Besitz? Die Faschisten haben es gestohlen. Es kam über Madrid nach Berlin und nach dem Krieg dann nach Moskau. Danach blieb es verschollen. Bis jetzt. Wir müssen mit diesem Medowski reden. Aber wie finden wir ihn? Nico, da kannst du uns doch bestimmt helfen. Hallo, Nico. Hallo. Ja, George? Was weißt du über diesen Medowski? Ronny meinte, er sei gefährlich und sehr reich. Er behauptet, der Eigentümer von La Malédiction zu sein. Und ist offenbar auch der Chef von Vera Security, die das Gemälde beschützen sollten. Ist irgendwie logisch. Um etwas zu stehlen, lässt man sich am besten anheuern, um darauf aufzupassen. Aber warum sollte er ein Bild stehlen, das ihm schon gehört? Wir müssen mit diesem Kerl reden. Dazu müssten wir ihn erst mal finden. Fassen wir mal zusammen, was wir über den Dieb wissen. Na gut, also er hat eine auffällige Tätowierung auf dem Arm. Und auf seinem Helm steht groß Waterloo Motors. Nicht gerade reichlich. Aber zumindest ein Anfang. Warum sollte jemand sein eigenes Gemälde stehlen? Versicherungsbetrug? Aber wieso bringt er dann Henri um? Ich bekomme den Eindruck, dass Henri irgendwie darin verwickelt war. Ja, das denke ich mir auch. Ich habe die Waffe, mit der Henri erschossen wurde, bei Vera Security gefunden. Wenn Vera wirklich Medowski gehört, bedeutet das, er kennt den Mörder.
Annette kann es nicht gewesen sein, aber irgendwas hat sie damit zu tun. Du sagtest, der Dieb hatte eine Tätowierung. Auf seinem Arm. Ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen und dem Schriftzug Headhunters darum herum. Mhm. Wir müssen Waterloo Motors überprüfen. Schon mal im Internet versucht? Ich hatte viel um die Ohren. Okay, dann schauen wir mal. Du hast doch da einen PC. Oh, Smartphone. Waterloo Station, die Schlacht von Waterloo. Ah, da haben wir sie. Waterloo Motors, das ist deine Werkstatt in London. Ich schick dir die Nummer auf dein Handy. London? Mhm. Das wird wohl ein neuer Standort sein, ein neuer... Cool. So, gucken wir mal. Waterloo Motors? Hi. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist George Stobart. Ich ermittle in einem Mordfall hier in Paris. Was hat das mit uns zu tun? Tja, was nehme ich jetzt? Tattoo oder den Helm? Mal den Helm. Der Mann, den wir suchen, trug einen Helm mit Waterloo Motors drauf. Ach ja, das ist ein sehr beliebter Helm. Sie wissen wohl nicht zufällig, wer ihn alles gekauft hat? Da bräuchte ich schon etwas mehr Info, Mann. Ja, wir haben ja noch die Info mit dem Tattoo. Der Killer hatte eine Tätowierung am Arm. Sie lautete Headhunters. Oh, den Kerl kenne ich. Ja, der ist kürzlich einen Helm hier gekauft. Fantastisch. Wissen Sie, wie er heißt? Nö, der bringt immer den Benz von seinem Boss zur Inspektion. Ich warne Sie aber. Soll ganz schön hart drauf sein. Falls es hilft, in den Wagenpapieren steht was von Dutchie Street. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, Mann. Das war mehr als genug. Ist mir eine große Hilfe. Vielen Dank für Ihre Zeit. Na dann. Wow, dass die uns das einfach gegeben haben? Bingo. Gute Arbeit. Das muss der Kerl sein. Und wir haben jetzt seine Adresse. Wie wäre es mit einem Ausflug nach London? Oh ja. Ich dachte schon, du fragst mich nie. Señor Marquis, kommen Sie klar hier? Das Bett ist unbequem. Aber es wird schon gehen. Kommen Sie schnell zurück. Mit dem Gemälde, okay? Na, mal gucken. Das so schnell geht? London. Ich mag London. Londoner Taxifahrer. Muss man mögen. Das ist es. Hier rechts. Um sich in London ein solches Haus leisten zu können, muss man aber irgendwas gut drauf haben. Ja. Also, wissen wir schon, wie wir das machen? Ja, wir sind Versicherungsermittler, verstehst du? Wir wursteln uns da rein, labern Medowski voll und horchen ihn dabei aus, klar? Reinwursteln? Genau, reinwursteln. Du weißt doch noch, wie man sich reinwurstelt, oder, Nico? George, wie könnte ich das je vergessen? Gut. Ich fürchte nämlich, da reinzukommen, wird unsere Reinwurstel-Meisterprüfung. Das kann gut sein. Wurstel. So, gucken wir mal. Tor wird bestimmt zu sein, oder? Ah, spiel mit Nico. Abgeschlossen. Übrigens. Okay, dann Sprechanlage. Keine Reaktion. Okay, dann wird das hier wohl unser Ansprechpartner sein. Hallöchen. Hallo. Der hört schlecht. Oder er will uns nicht hören. Ach doch. Abflug, jetzt. Süße. Das hier ist Privatbesitz. Wir wollten zu Monsieur Medowski. Ach ja? Ah, der sieht schon so aus wie so ein Russe. Wir müssen Mr. Medowski geschäftlich sprechen. Wer zum Teufel sind Sie jetzt? Ich bin Nico Collard und das ist mein Kollege George Stobart. Ach, ist ja niedlich. Können Sie zählen, Schätzchen? Ja, klar. Dann ziehen Sie ab. Denn erstens, kein Schimmer, wer Sie oder Grinsebacke da sind. Zweitens, Sie haben hier absolut nichts zu suchen. Und drittens,
Ich mag keine Franzschnecken. Comprenez? Ah ja, der ist ja mal sehr, sehr freundlich.